Wow, Freunde, heute ist es wieder ein ganz besonderer Tag, muss man ja schon sagen. Dazu muss ich echt nochmal einen Schluck Kaffee nehmen. Mein erster Kunde ist BMW 318i. Mein erster Kunde ist ein BMW 318i. Ihr könnt es nicht glauben. Ich habe ja gestern den Aufruf gemacht und habe auch direkt schon einen Termin heute angenommen, weil ich einfach Freilauf hatte. Übrigens, ich habe von Joel eine Feedback bekommen. Nächste Woche holen wir den Motor endlich ab von unserem Scirocco. Bis dahin muss alles fertig sein. Am Wochenende gibt es übrigens wieder ein Glückherzen-Spezial. Also da müsst ihr unbedingt, der André kommt extra aus Bayern hier rüber. Und ja, wir drehen wieder ein bisschen oder schrauben ein paar Glückherzen raus. Übrigens an einem 6-Zylinder X5, also BMW X5 und an einem VW Passat, und zwar meinem VW Passat. Also wir werden insgesamt 10 Glückherzen am Wochenende wieder rausschrauben und hoffentlich dann, so Gott will, auf den Rekord von 61 kommen. Wir sind aktuell bei 51. Davon ab! BMW 318i, ja, was mache ich denn hier? Da hat der Kunde das Video gesehen mit dem 2 Liter hier, wo ich unter anderem die Valvetronic gemacht habe und was noch? Genau, Schaftdichtungen. Ich habe hier Folgendes wieder am Start. Die Schaftdichtungen werden an diesem Motor getauscht. Ich hole es mal hier raus. Er hat nämlich auch einen Ölverlust und hat gedacht, ey, jetzt bietet Mr. Do It sowas an. Warum mache ich es nicht gleich? Ja, so sieht das aus mit den Führungshülsen. Die Schaftdichtungen von Einlass- und Auslassventilen. Und insgesamt 16 Stück. Und das werden wir natürlich dann wieder raus, beziehungsweise tauschen. Ich werde dann aber auch zeitgleich gucken auf der Abgasseite, ob da auch wirklich die Schaftdichtung die Ursache für den Ölverlust ist. Ich habe nämlich bei der Demontage der Ansaugbrücke festgestellt, dass die Kurbelgehäuseentlüftung auch undicht ist. Also nicht, dass er denkt, dass das Öl, obwohl, nee, er hat ja gesagt, da kommt weißer Rauch. Also das Öl wird auf jeden Fall mitverbrannt. Ja, es ist wieder einiges demontiert worden. Ihr habt ja schon im Video gesehen, beziehungsweise im, ja, im Einleiter sozusagen, wie viel wieder abmontiert wurde vom der Unterbodenschutz bis hin zur Ansaugbrücke, Luftfilterkasten, obere Abdeckung, seitliche Abdeckung, hintere Abdeckung und so weiter und so fort. Viele Schrauben sammeln sich wieder und ja, auch hier Deckeldichtung, Kohlenfilter, so heißt das Ding. Der hat nämlich hier nochmal einen extra Kohlenfilter, der Kollege. N42 Motor übrigens hier an dieser Stelle. Ja, dann die Zündspulen. Hier die Halterung von dem Kohlenfilter. Dann noch hier die Einlass-Auslass-Magnetventile, schon Magnetschalter. Und natürlich das Werkzeug für den N42 und N47 Motor. Habe ich natürlich auch hier. Ne, N46 bis 47. So. Die passen aber auch für die anderen Motoren. Zum Beispiel Kurbelwellen. Absteckwerkzeug ist schon dran. Jetzt muss ich noch die hinteren machen. Und das Coole ist ja, ich will ja jetzt natürlich auch die Zylinderkopfdichtung wechseln. Ist ja klar, Ehrensache, wenn ich schon mal die Ventildeckeldichtung mache mit den neuen Dehnschrauben. Und da liegen sie. Dehnschrauben. Die Dichtungen von der Ansaugbrücke. Abgaskummerdichtung. Ventildeckeldichtung. Obere Valvetronic-Abdichtung. Dann noch die von den Zündkerzenhülsen, die Dichtungen, genau, und noch die kleine von der Valvetronic, ja, von der Einheit. Ja, und zu guter Letzt natürlich die Zylinderkopfdichtung, genau. Ja, wir werden das natürlich machen, erster Kunde, richtig geil. Es kamen viele, viele Anfragen, einer teilweise sogar, einer hat geschrieben, er hat 60.000 mit seinem Auto weg und würde gerne am 9.4., also am 9. April, einen Termin bei mir haben für eine große Inspektion. Viele hatten noch gesagt in den Kommentaren und auch so noch geschrieben, boah, deine Inspektion ist ja so groß, die du da machst, was nimmst du denn dafür? Das pendelt sich so zwischen, je nachdem, was das für ein Auto ist, zwischen 300 und 500 Euro, aber inklusive Material, ja. Da ist auch das Öl und so schon drin. Gut. Was genau steht jetzt noch an? Ich werde hier an dieser Stelle das Video beenden, weil ich morgen früh weitermache. Jetzt kommt der nächste Schritt, dass ich den Steuerkettenspanner löse, die Steuerkette, damit sie locker wird, damit ich sie hier oben spannen kann, weil das Gehäuse, das wird über die Kette wird über das Gehäuse gehoben sozusagen, dann kommt die Einlass-Auslass-Warnus raus, hier der Stellmotor kommt raus, dann kann ich von hier an die Dehnschrauben dran, beziehungsweise die Valvetronic kommt, glaube ich, nein, die muss ich nicht abnehmen, genau. Man kann nämlich die Nockenwellen und die Exzenterwelle so drehen, dass der Schlüssel genau reinpasst. Ne?
Genau, so. Aber der Motor, der Stellmotor muss auf jeden Fall ab. Da muss auch eine Anlernung wieder stattfinden, damit er natürlich die Exzenterwelle wieder justiert. Hierüber wird der Stecker, also die Wolftronic angesteuert. Und da unten haben wir noch ein Hitzeschutzblech. Das kommt ab, dann kommt der Krümmer ab. Dann kann ich den ganzen Zylinderkopf rausnehmen. Dann werden wir auch direkt sehen, ob irgendwas... ob es richtig ist, ja, ob die Ventilschaftdichtung hier, wobei das ja auch eine Krankheit ist, die Ventilschaftdichtung, ja. Also die werden schnell mal hart und porös und dann verliert der ganze Kollege Öl und dann geht abrassseitig das Ganze raus. Wir können ja mal einlassseitig in die Vorkammer reingucken. Und zwar sieht man das hier. So, sieht picobello perfekt aus. Also das ist wirklich ein Bild für die Götter. Ich zoome euch da mal ran. Schaut euch das an, wie schön sauber das ist, ja. Guckt ihr das mal bei einem Direkteinspritzer an. Kannst du vergessen. Da ist alles so voller Öl. Hier sieht alles perfekt aus. Und das, was ihr da oben seht, was so ein bisschen, ja, so hervorsticht, das ist unter anderem die Dichtung. Und die werden wir überall einlass- und auslassseitig erneuern. Einlassseitig ist ja meistens nie wirklich großartig ein Problem, weil die Hitzeentwicklung meistens ja auf der Auslassseite ist. Durch die Einlassseite, weil ja natürlich Sprit hier reinkommt, kühlt sich auch die ganze Seite hier. Und dort, wo die Abgase nach der Verbrennung die Abgase durchgehen, ist meistens mehr die Belastung für die Ventilschaftdichtung. Deswegen geht es auch auslassseitig meistens kaputt oder wird undicht. Und dann wird das halt sichtbar. Jo, das ist auf jeden Fall der nächste Step. Ich habe auch hier die komplette Wasserversorgung getrennt. Müsst ihr machen, vorne. Thermostat hier hinten muss es auch getrennt werden. Da unten ist der Spanner, der muss abgeschraubt werden, damit die Kette nicht total stramm ist, sonst könnt ihr die Warnhaus nicht mehr aus- oder einbauen. Ja, ansonsten macht der Motor einen sehr, sehr gepflegten Eindruck. Ich kann ja mal einmal hier, bevor ich die Arbeit begonnen habe, mal einmal jetzt ein kleines Review einblenden. So sah das Ganze aus, sehr gepflegt, also muss man sagen. Ich werde auch on top nochmal da an der Scheibe, das kann ich euch ja mal zeigen, an der Scheibe hier nochmal einmal sauber machen, damit auch wirklich darunter alles tipptopp ist. Ja, da haben wir auch einen schönen Blick auf den Gebläsemotor. Den kann man auch ehrlich gesagt relativ gut hier wechseln. Die ganzen Umschaltklappen, Umluft, Innenluft und so weiter und so fort. Ist relativ gut. Ja, das ist das ganze Thema, worum es hier heute geht. Mein erster Kunde. Der Motor lief vorher wirklich sehr gut. Ich habe den nicht gestartet oder gezeigt, aber er qualmt halt. Ne? Ob kalt, warm, ist scheißegal. Er qualmt hinten blau raus. Und das bedeutet, dass natürlich auch auf der Auslassseite es definitiv sichtbar sein muss, wenn es nicht die Kolbenringe sind, ja, also die Ölabstreifringe. Wenn es die nicht sind, dann kann man auf der Auslassseite sehen, okay, hier ist eine Ventilschaftdichtung definitiv kaputt gewesen. So wie bei dem, ich habe ja den gleichen gehabt, das hat sich ja auch der Kunde dann gesehen, den gleichen gehabt, wie hieß, das war auch, glaube ich, ein 318i, glaube ich auch, ja. Eigentlich fast das identische Auto. Der hatte auch auf der ersten oder letzten Bank, ich weiß gar nicht. Ich meine auf dem vierten Zylinder, da hatte er auch extrem Ölverlust. Das sah man an dem Auslassventil, ja, diese Stange, die war richtig verkohlt, ja. Und ihr habt ja gerade die anderen gesehen, die Einlassventile. Da ist ja komplett blitzeblank alles. Auf der Auslassseite war auf dem vierten Zylinder richtig pechschwarz. Das bedeutet, dass er von oben, also wo hier die ganze Zeit das Öl zirkuliert, das Ganze über die Ventilschaftdichtung runtergegangen ist. Also nicht nur, dass unten die Abgase vorbei wollten, nein, von oben wollte noch das Öl vorbei. Und dadurch dann die Ölverbrennung. Ne? Ja, das ist so das Ding. Batterie abklemmen bei so einer Arbeit ist ja wohl logisch. Habe ich hier natürlich auch gemacht, um hier irgendwas zu verhindern. Ein Kurzschluss womöglich. Toll! Die Arbeit ist ein bisschen undankbar, muss ich sagen, den Kopf da rauszuholen. Vor allem, ich habe versucht oder mir gedacht, soll ich jetzt den kompletten Krümmer bis zum Mittelschalldämpfer rausziehen? Der ist ja relativ überschaubar da unten, aber die Schrauben sind so vergammelt, wenn ich die anfasse, brechen sie mir, weil auf einer Seite ist ein Bolzen, der ist fixiert oder wie so eine Niete mit einem Gewinde hinten. Und wenn die abbrechen, dann musst du das alles bohren und so. Da habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du doch nochmal von hier den Krümmer ab. Ja, dann schraube ich nämlich den Krümmer ab und dann habe ich auf jeden Fall hier die Geschichte erledigt. Ich kann nur jeden empfehlen, der an so einem Auto schraubt, ja, an so einem BMW, wenn er die Zylinderkopfdichtung macht, macht direkt die Ventilschaftdichtung mit. Ich sage es euch, die sind meistens kurz danach oder schon vorher kaputt. Ihr spart euch damit sehr viel Arbeit, wenn ihr das in einem Rutsch macht, ja, weil
der Kunde hat hier Steuerkette und sowas erneuert und dann hätte man das schon mal in dem Zuge machen können. Und ja, jetzt ist wieder doppelte Arbeit, aber naja gut, kann man nichts machen, so ist das halt. Genau, ja, morgen geht's wie gesagt weiter. Hab ich euch erzählt, dass ich ein schönes Wickschweißgerät habe? Ich muss das noch unbedingt testen. Ich hatte auch schon Bleche hier hingelegt. Ich muss das unbedingt mal testen. Hier ist die ganze Apparatur, ja, Schlauch etc. Muss alles mal noch mal testen und machen und tun. Und dann bin ich natürlich gespannt, wenn wir den Motor kriegen, den Scirocco-Motor, dann ist endlich mal nach so langer Zeit dieser ganze Tisch leer. Ich habe ja nicht nur das, Leute. Ich habe auch noch hier Neuteile. Wartet mal, hier. Das sind alles Neuteile. Wasserpumpe, Lichtmaschine. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da ist auch irgendwas drin. Dann habe ich hier noch den Kühler. Ja, das ist der ganze Kühler hier, der Kollege. Den baue ich doch nicht mehr in den Scirocco ein. Da liegen ja auch noch ein paar Scirocco-Sachen. Ja. Da ist nämlich der Lüfter mit dem Kühler direkt. Das baue ich doch nicht ein, Digga. Das kommt doch nicht da rein. Das mal an. In unseren Scirocco. Das kann ich nicht machen. Ja? Das kommt alles neu. Der Scirocco soll wirklich wie eine 1 dastehen. Und ganz ehrlich, ich werde den, glaube ich, ein paar Monate fahren und dann auch wirklich verkaufen. Weil ich will von dem Geld mir ein neues Projekt holen. Ich glaube, ich tendiere in Richtung Audi. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ja, hier habe ich auch noch ein schönes Spielzeug. Das habe ich, glaube ich, im Livestream schon gezeigt. Das ist nämlich eine Endoskopkamera mit flexiblem Kopf. Da können wir auch noch mal ein paar schöne Bilder schießen. Ja, schön. Ich werde dann hier an dieser Stelle, wie gesagt, aufhören mit dem Video, weil ich morgen, ja, wie gesagt, den Zylinderkopf dann abnehme. Dann gucken wir uns die ganzen Zylinder mal an, gucken uns die Kolben an. Ja, mal gucken, was wir sehen, ob wir was sehen, was Schlimmes. Weil wenn in dem Kolbenraum überall Öl ist, dann ist der Ölabstreifring. Also das kann man schon relativ gut abschätzen, wo jetzt nun das Öl herkommt. Ob von oben über die Ventilschaftdichtung oder von unten über die Ölkammer, beziehungsweise unter dem Kolben ist ja, sprudelt das Öl ja und könnte mit nach oben geschossen werden, weil es halt undicht ist. Und das wollen wir natürlich nicht hoffen, weil sonst wäre die Ventilschaftdichtung eine Arbeit, die andere wäre dann, dass man unten den Motor nochmal zerlegen muss. Ich hoffe nicht, aber ich denke mal, die Ventilschaftdichtung wird das einzige Problem sein. Gut, bevor ich mich hier noch wund quassel, wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und hoffe, ja, ihr seid fleißig immer noch dabei. Seid gespannt, wie der Motor läuft. Ich bin es auch. Euer Mr. Dude, bis morgen, bis dann. Ciao.